Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal über den neuen Server. Wir haben einen Modpack Server für 1.16.5 gemacht wegen diesem Custom NPC Mod und wir haben gemerkt, ja, der Mod ist leider ein bisschen brüchig auf 1.16.5. Wir müssen leider noch kurz schauen, jo, geht's? Ist es einfach schwerer geworden? Ist die 1.12 die Version, die wir nehmen? Wir sind noch nicht so ganz sicher, aber jo, wir brauchen unbedingt Modder, die vielleicht von uns noch ein bisschen etwas machen können. Egal, ob jetzt ein Datapack oder ein Mod, aber ich glaube, Mods sind halt besser, weil man da keine Ressourcenpacks dann braucht. Und wir machen nämlich eine tolle Geschichte, das sagt uns kurz Leon. Hallo und herzlich willkommen auf Dragos Realm. Kennt ihr die deutsche Spielserie Gothic? Also Gothic, Gothic 2, Gothic 2 des Nacht des Raben und Gothic 3. Und das MMORPG Champions of Regnum, das kennt ihr wahrscheinlich auf dem Kanal sehr gut, wenn ich das immer wieder bringe. Und auch auf Twitch. Dort gibt es drei Fraktionen: Grün Syrtis, das Blaue Reich Alsius und Ignis das Rote. Und der Satz muss ich noch ein bisschen umgestalten. Wir haben hier auch drei Fraktionen: gutmütig, neutral und bösartig. Und da gibt es noch Unterfraktionen natürlich, also Unterreiche. Und das machen wir einfach, damit wir natürlich uns noch ein bisschen eine gute Story machen können, ein bisschen Rollenspiel machen können. Jo, dafür braucht ihr eben das Modpack. Das Modpack kriegt ihr unten in der Videobeschreibung über den Link. Und falls der Link nicht geht, könnt ihr da mir einfach nochmals kurz schreiben. Okay, der Link ist abgelaufen oder so. Ich weiß nicht, nämlich bei diesem Host, da war irgendwie der Link mal kaputt. Erst kürzlich von Pixelmon. Jo. Genau, und wir haben jetzt einfach das Problem, dass die noch nicht gegeneinander kämpfen. Ich habe da auch auf grün natürlich gemacht. Jetzt muss ich mal kurz wissen, wo das war. Fraktionen. Aggressiv. Genau. Punkte. Angegriffen, ja. Sollte das eigentlich gehen? Oder ist es wegen Wache? Monster angreifen. Können wir da irgendwie NPCs machen? Ich weiß gar nicht. Es ist so schwer gemacht. Es ist nicht einfach gemacht. Es ist schwer gemacht. Und da brauchen wir unbedingt einen besseren Mod dazu. Auch ein paar Mods, die nicht mehr erweitert werden, einfach ein bisschen ersetzen. Können Rüstungsstände angreifen. Das könnten wir vielleicht machen und Stefan NPCs, aber dann sieht es auch nicht so schön aus. Ich weiß nicht, aber die greifen sich einfach nicht an. Ich will doch, dass die NPCs gegen NPCs kämpfen auch. Ja, dann greifen sie halt einfach nicht an. Dann geht das halt noch nicht. Ja, ich habe auch noch einen, der LOL Gamer, der Eder wird wahrscheinlich auch mithelfen bauen. Und der Leon, wenn er die Grafikkarte hat, natürlich mein Editor, der wird natürlich da auch mitmachen. Und wieso ist dieses Tor immer oben? Ich bin, glaube ich, dran gekommen, aber. Genau, wir haben ja den Il Jubeums to Go Mod drin. Der macht mega gute Biome. Zum Beispiel dieses Rosenfeld hier. Und irgendwie noch andere Blumen. Ich habe den Ding nicht drin. Ich dachte, ich habe den drin, den Mod. Der hat irgendwie nicht funktioniert, glaube ich, oder so. Jo, jetzt muss ich noch schauen, ob ich noch einen Indicator-Mod habe. So. Okay. Ein bisschen Probleme. Sehr gut, wunderbar machst du das. Genau. Und jo, es ist wirklich toll, wenn die Leute die auch dann bauen können oder dürfen. Wir machen es halt im Adventure-Modus, dass nicht viele Sachen zerstört werden von irgendwelchen Besucher vom Server. Im Adventure-Modus und die Leute, die sich wirklich, ja, gut sozial verhalten, auch Rollenspielen und so, die dürfen dann auch gerne bauen, wenn sie es können. Also, wenn sie es einfach auch gut.
gut machen. Also es muss nicht so perfekt sein natürlich, aber jeder, der ein bisschen bauen kann und ein bisschen auch lernen kann zu bauen, der darf gerne mitmachen und die Welt immer mehr verschönern. Genau. Und jo, wenn wir jetzt auch nicht so viel Probleme haben mit Dragoudia, dann wird natürlich Dragoudia auch im Vanilla, also im Hauptspiel, einfach betretbar sein und dort könnten wir dann auch so eine Welt machen. Da haben wir aber nicht so NPCs. Okay, die kämpfen. Gerade ein Skelett. Oh, das ist so spannend. Also NPCs einfach zuschauen, was sie gerade machen. Ja, und Leon, das ist der Bissige. Das ist ein kleiner Babywolf, der ein bisschen größer gemacht wurde. Und da habe ich noch ein paar Sachen eingestellt. Das kann ich auch noch kurz ein bisschen zeigen. Zum Beispiel eben die Textur. Da die Oberfläche und so geht halt nicht bei diesen Wölfen. Das könnte man auch einstellbar machen beim Extra-Mod, den wir vielleicht produzieren können. Und da kann man so zum Beispiel die AI, also die künstliche Intelligenz, erweitern. Und da können wir ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel auch der Beruf ist zum Beispiel eine Wache. Wir können Quests machen, wir können natürliche Spawns auch erschaffen. Da gibt es ganz viele Leons oder so. Genau. Und jo, ich freue mich auf die weiteren Videos. Also das ist jetzt mal die Einführung gewesen, das Einführungsvideo. Im nächsten Part werde ich dann wahrscheinlich weiterbauen. Und jo, dann auch freudig die jo, Besucher vom Server erwarten. Also eben das Modpack runterladen, Forge installieren in den Mods-Ordner der Forge, das Nutzerprofil Forge auswählen, mal starten, damit das, der Mods-Ordner erscheint oder schon erschienen ist durch die Installation, in die Mods-Ordner die Mods einzeln legen und nicht als Mod-Ordner. Die Datei ist ja ein Mod-Ordner, also eine 7-Zip-Datei, die, ja, oder WinRAR-Datei, die einfach Mods heißt, da reingehen und dann habt ihr die einzelnen Mods und die dann dort reinschieben. Danach einfach die Server-IP nehmen, uns whitelisten, euch whitelisten lassen, also einen Namen schreiben, ins Discord-Forum oder auch hier in die Videobeschreibung, also in die Videokommentare. Und danach habt ihr das. Dann könnt ihr spielen. Es ist halt schon ein bisschen einen besseren PC nötig und vielleicht eine bessere Internetleistung, aber das ist nicht so überragend, hoffentlich. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Aber eventuell können wir halt die Lecks und so nicht lösen. Also bitte als Bauarbeiter nicht zu viele NPCs spawnen und nicht zu viel Chisel und Bits verwenden und alles mögliche. Dann klappt das auch mit schlechteren PCs. Gut. Wir werden eine tolle Story machen, wir werden toll viel Rollenspiel machen in den Livestreams und in den Videos. Und wenn ihr Verbesserungswünsche oder irgendwelche Ideen habt, ab in die Kommentare oder auf Discord. Da ist halt alles vom Server drin. Gell? Das wird alles hoffentlich stehen, sonst sagt es dem Drago. Der darf nicht so faul sein. Der ist schon genug am Arbeiten hier auf dem Server zum Beispiel oder bei den anderen Livestream-Projekten und im Fußball und alles mögliche. Der ist ein bisschen faul. Sagt jetzt natürlich nicht der Drago, nicht der da in-game ist, der dumme Ninja da, sondern der, ja, Let's Player und Livestreamer. Der da, hallo. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und, jo, schönen Tag, ja. Tschüss.